Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Doppelbonbon ist vorbei. Jetzt läuft der Doppelstaubbonus. Aber an sich ist der ziemlich schlecht. Den gibt es nur fürs Fangen, nicht mal fürs Brüten. Wobei momentan will man ja eigentlich echt viel brüten. Wegen den 7 Kilometer Eiern. Ich habe letztens, vorgestern oder vorvorgestern, mein bestes Pokémon aus dem Ei gebrütet. Checkt das Video nochmal ab. Und schreibt unten in den Kommentare, wie es bei euch so momentan läuft. Habt ihr schon was Geiles gebrütet oder leidet ihr? Weil von den neuen Sachen habe ich noch nicht so viel. Ich habe eine Menge Müll, eine Menge Babys, eine Menge Magpies, eine Menge Rabouts, aber von den neuen Sachen nicht so viel. Und, Alter, von den neuen Pokémon, die wild spawnen, habe ich einfach gar nichts. Ich habe diesen Frosch nicht, ich habe dieses Zahnrad nicht und diesen Fisch, der aussieht wie ein Schmetterling, den habe ich auch nicht. Nicht mal gesehen, okay? Den Frosch habe ich ein paar Mal auf Sightings gehabt und ich brauche die noch Glücks, also geschweige denn Glücks, ich habe die nicht mal im Dex-Eintrag. So heftig selten sind die. Aber naja, egal. Bevor ich es vergesse, like das Video, check die anderen Videos ab und supportet den Kanal. Auf jeden Fall schaue ich mir heute mal, nach längerer Zeit, eBay-Accounts an. Eines meiner beliebtesten Videos ist, das wo ich mir einen eBay-Account angeschaut habe. Also was heißt eBay-Account? Angebote auf eBay, nicht eBay-Account. Angebote auf eBay bezüglich Pokémon Go-Accounts. Ja, jetzt haben wir es. Video ist unten nochmal verlinkt. Da habe ich mir den angeschaut und ja, sind drüber gegangen, was er so angeboten hat. Ich habe sogar öfters mal die Nachfrage bekommen. Hey Hong, das ist ein krasser Account, schau ihn dir mal wieder an. Segment ist geplant, dass wir das öfters machen. Gib ein Like, gib einen Kommentar, gib ein Feedback. Falls ihr das sehen wollt, dass wir das ab und zu mal machen, wo wir einfach mal hin und wieder mal auf eBay schauen und dann uns so die Angebote anschauen. Übrigens das erste Angebot von dem Video, was unten verlinkt ist, das war sogar ein Zuschauer von uns, der den verkauft hat. An sich macht es eigentlich keinen Sinn, Account zu kaufen. Macht natürlich viel mehr Spaß, seinen eigenen Account zu starten. Wieso sollte man einen fertigen Account kaufen? Muss jeder für sich selber wissen, ich habe absolut kein Interesse dran. Obwohl, ich habe mir jetzt so überlegt, ich meine, jetzt gibt es ja Tauschen und demnächst noch mehr zu meinen Luckys, die mir noch fehlen. Wenn jetzt irgendein Account da wäre und der hätte echt krass viele Sachen, die mir noch auf Lucky fehlen. Zum Beispiel alle Babys fehlen mir noch, okay? Würde ich mir einen Account kaufen, der jetzt, sagen wir mal, 1000 Babys hat. 100 Euro, 1000 Babys, okay? Würde ich mir den kaufen? Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen und dann versuchen alle auf Lucky rüber zu tauschen. Aber egal. Wir schauen uns jetzt die Pokémon Go Accounts an, die es momentan auf eBay gibt. So. Klicken wir einfach mal das erste Angebot an. Pokémon Go Account, Level 40. 7 Gebote bereits, okay. Okay, so hier die Beschreibung. Verkaufe hier meinen Pokémon Go Account. Stand 19. Dezember 2018. Team Blau. Level 40 mit ca. 25,5 Millionen EP. Was halt nichts ist, um ehrlich zu sein. Sternstaub 5 Millionen. Was an sich ziemlich krass ist. Für 25 Millionen EP. Weil 25 Millionen EP ist nichts. Und dafür hat er 5 Millionen Staub. Da müssten seine Pokémon eigentlich ziemlich schwach sein. Pokémon Box 850. Zurzeit gefüllt mit 820 Pokémon. 850 ist halt eigentlich auch kaum was. Weil das Maximum Limit ist 2000. Im Dex registriert, ja, juckt kein Google-Account, okay. Legendäre Pokémon, Arctos, Lavados, etc. Ja, ja. Shinies, Glücks-Pokémon. Okay, hier sind die Bilder. Gyarados ist sein stärkstes Pokémon. Das war's? Interesse gleich null, sorry. Der ist nicht mal ansatzweise interessant. Keine Bilder, keine Infos. Beim letzten Mal, der hat echt alles angegeben und da waren ein paar krasse Sachen dabei. Okay, damals gab es noch keinen Tausch, aber trotzdem. So, der hier sieht doch besser aus. Legendärer Pokémon Go Account. Okay, 60 Shiny. Snubbull, Traumato, Fili, Cognito, Mewtwo. Na, das klingt doch interessant. Alter, der davor war echt lame. So, Beschreibung. Kurz und knapp, gefällt mir. Beschreibung. Legendärer Pokémon Go Account. Über 60 Shiny wie Snubbull, Traumato, Fili, Cognito, Mewtwo. Alle regionalen. Top Account Level 34. Nie gewandt. Oh ja, super. So. Wie viele Bilder hat er denn? 12. Das ist doch nice. Seedai, Shiny, Traumato, okay. Wablu, Papinsia, Snubbull. Alter, mich interessieren die Shiny nicht, Mann. Wingo. Würde mir fehlen, den könnte man rübertauschen, aber. Wie viel Wingo hat der Typ, Mann? Digga, von seinen 60 Shiny sind 50 Wingo, Leute. Ein paar Mute am Start. Naja. Er hat die nicht mal markiert.
Interessant wären halt Shadow Ball Mewtwo, Spukball Mewtwo. Aber so. Legendäre brauche ich natürlich auch noch Glückspaar. Wäre zum Beispiel in dem Fall Giratina, Entei, Raikou, Suicune. Relikant hat er am Start. Die brauche ich natürlich auch Glücks. Also nicht, dass ich die jetzt kaufen würde, aber rein theoretisch, woran ich Interesse hätte. Skagaborn, Tropius, Plaudergei, diese Pflanze, Kripok, jeder hat nur einen Kripok. Kripok ist das Interessanteste, Alter, ich würde die ganze Account nur für Kripok kaufen. Gib mir eure Kripoks, Alter. Bis ich einen Lucky Kripok habe. Jeder Account hat bisher nur einen Kripok, das sollte man nicht vergessen. Incognito, aber an sich glaube ich nicht irgendein Buchstaben. Das Eichhörnchen, Croissant. Also die regionalen sind schon relativ interessant, aber von denen wird es eh irgendwann mal ein Event geben. Incognito, Buchstaben. Die letzten zwei sind interessant. Das K ist glaube ich, hätte ich nicht, und das Z. Ist es ein Z? Sieht aus wie ein Z. Ah ja. Der ist doch tausendmal interessanter. Angebot bisher 100 Euro. Aber das ist keine 100 Euro wert, Alter. 20 würde ich geben, Alter. Wobei ein Kripo. Ah. Nee, 20. Pokémon Go Account. 110 Euro. Sofortkauf. Komm, zeig her. Was? Alle Informationen habe ich. Ich schicke E-Mail oder Post, kein Problem. Und wieso nicht in die Beschreibung? Alter, was interessiert mich denn Inventar? 29! Also das Bild dann kann ich gebrauchen. Aber nee, danke. Ist noch so irgendwas Interessantes? Pokémon Go kommt Level 31, naja. Zwei Gebote, 200 Euro. Level 35, Rot, 100% Mewtwo. Despota, Dragon, Shinies, Incognito. Okay, wir schauen uns die Bilder an. Die nicht sehr scharf sind. Er hat 6 Machomai am Start, aber ich kann nicht erkennen, was für eine IV die haben. 100er Mewtwo, alles klar. Er hat einen Rayquaza, Kyogre. Nix gemaxt hier. Ein paar Shinies, aber das sind alles nur Seeder Shiny. Und die Gasse an sich gleich 0. X-Ray passt, alles klar. Ah ja, hier. 100er, 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 100er. Er hätte ein paar Kyogre am Start für mich. Regi Eis kann ich auch noch gebrauchen. Raikou, Rayquaza. Welcher Verrückte bietet 200 Euro? Zwei Leute sogar. Das. Okay. Moment. Hier. Okay. 100er, 100er, 100er. Alle Pokémon wurden legal entweder per Hand oder per GoPlus direkt vor Ort gefangen. Alles klar. Gut zu wissen, Mann. 33 Incognito, 32 nicht angetauscht. Okay. V. Und Q. V und Q. Naja. Nicht wirklich interessant. Level 30, Shiny Ho-Oh, 145, kein Interesse. Will wieder sowas finden, wo echt viele Leute geboten haben. Aber das Interesse scheint nicht so groß zu sein. Nicht wirklich interessante Sachen diesmal dabei. 890. Tschechische Republik, alles klar. Aber das schauen wir uns doch mal genauer an. Er hat 5 gemaxte Kyogre. Ein Groudon, 2 Mewtwo, also alles gemaxt, aber wen interessiert's? So. Mein Account scheint heftig zu sein, sicher nicht für den Preis, aber Alter, 890. Sicherlich nicht für diesen Preis und sicherlich nicht. Also jeder hat natürlich andere Interessen. Es gibt Leute, die kaufen den Account und verwenden den. Aber wenn ich zum Beispiel was kaufen würde, dann nur, um meine Lucky-Sammlung zu erhöhen. Sprich, der zweite Account, den wir uns angeschaut haben, wäre der interessanteste, aber an sich vollkommen unnötig. Ja, schade. Diesmal nicht. Ich hatte letztens noch einen klassen Account gesehen, aber da hat das Timing nicht gepasst, ein Video dazu zu machen. Also hin und wieder können wir mal wieder reinschauen, ob interessante Sachen da drin sind und so sehen, was so angeboten wird. Und was so die Preise sind. Soll natürlich keine Werbung und Aufforderung sein, Accounts zu kaufen. Weil, wozu? Selber spielen macht natürlich am meisten Spaß. Man weiß nicht, woher die Accounts kommen. Könnten gebottet sein, könnten gespooft sein.
alles sehr unsicher, alles sehr unseriös und vor allem unnötig. Aber an sich vollkommen egal. Einfach nur lustig mal reinzuschauen und ja, so die Preise und die Angebote zu sehen. Das war's von mir, Leute. Wir sehen uns heute Abend im Livestream, der letzte Livestream vor den Weihnachtstagen. Schaut vorbei, ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.